Ja, liebe Geschwister, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, bei euch wieder sein zu dürfen, nach längerer Zeit, wie Jakob schon sagte. Und es ist schön zu sehen, was geworden ist aus diesem Haus und die schönen Räume da oben auch. Das ist Gottes Gnade. Schön, wir freuen uns mit euch darüber. Ich möchte mit euch zusammen heute über die letzten Verse im 1. Thessalonicher Brief nachdenken. Die Überschrift über den 1. Thessalonicher Brief, die könnte so lauten: Leben im Licht seines Kommens. Jesus kommt wieder, das möchte Paulus dieser jungen Gemeinde, das ist eine ganz junge Gemeinde in der Stadt Thessalonich, er möchte es dieser Gemeinde vermitteln und erklären, was es bedeutet, dass Jesus wiederkommt für unser alltägliches Leben. Ich möchte, wie gesagt, heute mit euch über den letzten Abschnitt reden und ihn mit euch zusammen auswerten. Es ist ein wunderbarer Abschnitt und man könnte sagen, es ist vielleicht der Höhepunkt des 1. Thessalonicher Briefes. Nun, in diesem Brief insgesamt öffnet Paulus diesen neu bekehrten gläubigen Menschen sein Herz und erklärt ihnen, wie er seinen Dienst in ihrer Mitte verrichtet hat. Er sagt, er hatte eine reine Absicht der Liebe zu diesen Menschen. Und er zeigte ihnen einen vorbildlichen christlichen Lebenswandel, als er bei ihnen war. Er erinnert sie auch daran, dass seine Liebe und seine Fürsorge für diese junge Gemeinde ihn dazu bewegt haben, einige Zeit später, vielleicht 1-2 Monate später, nachdem er diese Gemeinde verlassen musste, Timotheus zu ihnen zu schicken, um zu erfahren, wie es um sie steht, ob sie noch fest im Glauben sind, ob sie trotz der Verfolgung, die sie erleben mussten, im Glauben bleiben. Und dann geht Timotheus zu Fuß 500 Kilometer von Athen nach Thessalonich, bleibt einige Zeit bei der Gemeinde, ermutigt sie und geht wieder zurück 500 Kilometer zu Fuß, um Paulus zu berichten. In Kapitel 3 ermahnt Paulus dann diese junge Gemeinde, in der Heiligung zu wachsen, Gott ähnlicher zu werden. Heiligung, sagt er ihnen, ist der Wille Gottes für unser Leben, für das Leben eines Christen. Wir sollen Gott ähnlicher werden in unserem alltäglichen Leben. Dann richtet er ihren Blick nach oben und redet über das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Er schildert ihnen eigentlich so das Drehbuch der christlichen Hoffnung. Was wird geschehen? Wonach? Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Wie werden wir ihm entgegengehen? Und was kommt danach? Paulus ermutigt die Gläubigen im Licht seines Kommens zu leben, jeden Tag. Er spricht dann auch über Gottes Eingreifen in die Geschichte dieser Welt am Ende der Tage. Er redet über die Endzeit, über die große Trübsal oder, wie die Bibel das auch nennt, den Tag des Herrn, den großen und schrecklichen Tag des Herrn, der kommen wird, ein Gerichtstag, der kommen wird über die gottlosen Menschen dieser Welt. Aber Paulus beruhigt die Christen dort und sagt, wir haben uns vor diesem Tag nicht zu fürchten, denn wir werden vorher abgeholt, wir werden evakuiert, weil Christus uns, sagt Paulus, nicht zum Zorn berufen hat, sondern dazu, das ewige Leben zu erben. Dann spricht Paulus weiter über das ganz normale Gemeindeleben. Paulus redet unter anderem über 3 Gruppen von Menschen in der Gemeinde. 3 Gruppen, die eine besondere Fürsorge in der Gemeinde brauchen, und das hat sich bis heute nicht geändert. Er sagt, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen und tragt die Schwachen. Der Apostel kommt dann zum Abschluss des Briefes. Das Wichtigste kommt oft zum Schluss.
Jetzt richtet Paulus den Blick auf den Gott des Friedens und der Gnade. Paulus weiß, dass die Gemeinde jetzt diese abschließende Botschaft dringend braucht, dass sie sie hören muss und verstehen muss. Diese Botschaft braucht eigentlich jeder Christ, liebe Geschwister. Diese Botschaft brauchst du und diese Botschaft brauche ich. Wir müssen sie immer wieder hören, diese Botschaft. Wir müssen sie einander sagen, wir müssen sie predigen, wir müssen sie singen, wir müssen sie uns einprägen. Und wir müssen sie vor allen Dingen glauben. Wir müssen unser Leben darauf und darauf allein gründen. Und diese Botschaft lautet Amazing Grace. Nun, ich weiß, das ist ein englischer Begriff, aber eigentlich ist dieser Begriff international bekannt. Es ist ja eines der bekanntesten Lieder dieser Welt überhaupt, das so genannt ist, Amazing Grace, das diesen Begriff so bekannt gemacht hat. Erstaunliche Gnade. Erstaunliche Gnade. Es besteht nämlich für die Thessalonicher die Gefahr, dass sie ihren Blick zu lange auf sich selbst gerichtet halten. Und auch wir stehen immer wieder in dieser Gefahr. Da sind zum Beispiel in der Gemeinde die Unordentlichen, die sich einfach nicht zurechtweisen lassen. Da sind die vielen Kleinmütigen. Da sind die Schwachen in der Gemeinde, die ständig getragen werden müssen. Es gibt auch sogar Christen, sagt Paulus, die Böses mit Bösem vergelten, was nicht sein darf. Es gibt Christen, die den Geist dämpfen, die dem Heiligen Geist keinen Freiraum lassen in ihrem Leben. Christen sogar, die die Predigt verachten und nicht bereit sind, dem Wort Gottes zu folgen. Und wenn unser Blick darauf beschränkt bleibt, dass wir die Nöte, die Missstände in der unfertigen Gemeinde, und die Gemeinde ist immer unfertig auf dieser Erde, aber auch wenn wir unseren Blick auf unser eigenes Leben immer gerichtet halten und uns selbst anschauen, werden wir schnell mutlos und depressiv. Das passiert ganz schnell. Und deshalb schließt Paulus diesen Brief ab mit der Blickrichtung auf ihn, den Gott der Gnade und des Friedens. Lasst uns das miteinander lesen. Kapitel 5, Verse 23 bis 28. Paulus sagt, er selbst aber, trotz all dem, was bis jetzt gesagt wurde, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Zunächst einmal geht es Paulus um die Blickrichtung der Gnade. Er selbst aber, auf ihn müssen wir unseren Blick richten, liebe Geschwister. Der Blick muss weg von uns und auf ihn hin gerichtet werden. Das ist der Blick des Glaubens. Paulus liebt dieses Aber. Er spricht es immer wieder aus und schreibt es in seinen Briefen. Es ist das Aber der Gnade Gottes. Nur Gott kann dieses Aber sprechen. Und Paulus kennt eben seinen Gott. Er hat dieses göttliche Aber in seinem eigenen Leben auf dramatische Weise erlebt. Auf dem Weg nach Damaskus. Er war unterwegs, voller Hass gegen Christen, ein Christenverfolger, mit fanatischem religiösem Eifer. Er wollte die gläubigen Christen vernichten. Und dort, auf diesem Weg, begegnete er dem Gott der Gnade. Er selbst aber stoppte Paulus.
rettete ihn, schloss Frieden mit ihm, mit dem Feind des Evangeliums, gab ihm ein neues Herz, gab ihm eine neue Liebe zu Jesus, den er verfolgt hat, gab ihm einen Auftrag, das Evangelium jetzt zu predigen und zu verkündigen in Jesu Namen und gab ihm das Apostelamt. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Und seitdem hat Paulus dieses Aber der Gnade sehr tief und fest in seinem Herzen und in seiner Verkündigung verankert. Er schildert im Römerbrief zum Beispiel die Verlorenheit und die Schuld des Menschen in den dunkelsten Farben, in den Kapiteln 1 bis 3, Vers 20. Und er lässt den Heiden und den Juden in diesen Kapiteln keinen Schimmer der Hoffnung, dass sie irgendwie vor Gott bestehen könnten. Die Sünde, sagt er, ist grausam. Sie stürzt mich und dich. Sie stürzt die ganze Welt in den Abgrund der Hölle. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer, der vor Gott bestehen könnte oder Gott gefallen könnte. Und als diese Hoffnungslosigkeit so im Römerbrief fast mit Händen zu greifen ist und man denkt, Paulus, jetzt ist es aus. Wie willst du hier noch die Kurve kriegen? Wie willst du uns jetzt trösten oder Mut machen? Wo ist der Ausweg? Dann kommt Paulus mit dem göttlichen Aber. Er spricht es mit der Kraft des Heiligen Geistes aus. In Kapitel 3, Vers 21. Und er sagt, nun aber. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, ohne religiöse Leistung. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht vor Menschen, sondern vor Gott, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Einige Zeit davor wahrscheinlich schon schreibt Paulus einen Brief an die Epheser. Und er erinnert sie dort im Epheserbrief an ihre frühere Identität, wer sie einmal waren, an ihr düsteres Schicksal ohne Gott und Christus in der Welt. Und sie sollen nicht vergessen, wer sie einmal waren und wir auch nicht. Du und ich, wir dürfen nicht vergessen, wer wir einmal waren. Und Paulus schreibt an sie in Kapitel 2, in den ersten 10 Versen. Er sagt, auch ihr wart tot. Tot. Durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Das ist Satan. Unter seiner Macht lebten wir alle. Unter ihnen haben auch wir einst alle unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und hatten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Ein verheerendes Bild. Die Wirklichkeit, meine und deine, war ausweglos. Wir lebten unter der Herrschaft Satans, waren Kinder des Zorns und Kandidaten der Hölle. Aber dann kam die Wende. Die Wende durch das göttliche Aber. Und Paulus sagt ab Vers 4, aber Gott. Aber Gott, nicht wir, Gott. Der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten, in der Ewigkeit, erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.
Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich erinnere mich an meine Bibelschulzeit in England. Ich war damals 18 Jahre alt und wir hatten dort einen Dozenten, der uns den Epheserbrief auslegte. Es war Mr. Morris. Mr. Morris war auch gleichzeitig Pastor der Baptist Church, der Baptistengemeinde dort in der Stadt Swansea. Es war ein kleiner, rothaariger, unscheinbarer Mann. Aber als er zu diesem Vers 4 in Kapitel 2 kam, im Epheserbrief, und diese zwei Worte las, aber Gott, dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er war nicht wiederzuerkennen. Seine Augen leuchteten bei diesen zwei Worten und er war völlig verändert. Die Begeisterung, mit der er über diese zwei Worte redete, aber Gott, war so beeindruckend, dass ich es bis heute nicht vergessen kann. Damals verstand ich, was diesen unscheinbaren Pastor bewegt, was ihn antreibt in seinem Dienst, in seinem Leben, was ihn in der Spur hält und was sein Gesicht zum Leuchten bringt. Es war eben dieses Aber Gott. Aber Gott. Es war die Blickrichtung der Gnade, liebe Geschwister. Es waren die Augen, die auf diesen Gott der Gnade gerichtet waren, der das Aber in unser Leben hineinspricht. Und ich dachte mir damals, das will ich auch lernen. Das möchte ich begreifen. Diesen Blick will ich einüben. Und ich will ihn praktizieren in meinem Glaubensleben. Die Blickrichtung der Gnade ist auf diesen Gott gerichtet, liebe Geschwister, der das Aber der Gnade in mein und dein Leben hineinspricht. Er ist auch der Garant der Gnade. Er sieht in diesem Gott, Paulus sieht in diesem Gott und in ihm allein die Garantie der Gnade. Er sagt nämlich, wir haben es gelesen, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Treu ist er, der euch beruft, nicht wir. Er ist treu und er wird es auch tun. Dreimal er selbst, treu ist er wird es tun. Glaubst du das? Die Garantie der Gnade ist immer nur er selbst. Niemals du, niemals ich, niemals deine Werke, deine Erfahrung, deine Leistung, dein Gebet, dein Dienst. Nein, immer nur er. Dieser Gott des Friedens kam zu uns in seinem Sohn Jesus Christus und brachte uns Gnade. Gnade bedeutet, die Feindschaft ist zu Ende. Die Angst hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Wir haben Frieden mit Gott. Die Gnade beseitigt die Angst, liebe Geschwister. Amazing Grace. Diese erstaunliche Gnade bewahrt uns nicht nur vor der Verzweiflung und vor der Depression, in die wir sehr leicht fallen können, wenn wir die Gnade nicht richtig verstehen, nicht begreifen und nicht in ihr leben. Sie rettet uns nicht nur aus der Angst, weil wir jetzt Frieden mit Gott haben, sondern sie bewahrt uns auch vor der Selbstüberschätzung und vor Hochmut. Es sind niemals wir, es ist immer nur er, nur er. Die Blickrichtung ist niemals auf uns selbst gerichtet. Die Sicherheit ist niemals in mir oder in dir zu finden. Und wenn du die Sicherheit deines Heils in dir suchst, wirst du sie niemals finden. Sie ist dort nicht zu finden. Sie ist immer in ihm. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Schaut einmal, wenn alles gut läuft in unserem Leben, wenn wir Fortschritte machen, wenn die Sonne scheint, wenn uns nichts wehtut. Vielleicht gibt es auch Erweckung in der Gemeinde, die Gemeinde wächst. Dann ist die Versuchung groß zu sagen, das sind wir. Ich selbst. Ich schaffe es. Ich bin treu.
ich werde es tun. Wir mit unserer Erfahrung, wir mit unseren Predigten, wir als Gemeinde schaffen es. Für mich und für dich gibt es in der Garantie der Gnade Gottes keinen Raum. Keinen Raum. Der Garant ist immer nur er. Wir sind untreu, aber er bleibt treu. Er hat uns gerettet, er hat uns auf diesen Weg der Nachfolge gestellt, er hat uns zur Heiligung berufen. Wir versagen und fallen, wir sind schwach und kleinmütig, aber er bringt uns trotzdem ans Ziel. Er wird es tun. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und dann redet Paulus über den Umfang der Gnade. Er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Umfang der Gnade ist einfach umwerfend. Ich kann dieses Thema heute nur streifen. Wir haben nicht die Zeit, detailliert darauf einzugehen. Aber die Gnade Gottes umfasst eben unser ganzes Wesen, den Geist, die Seele und den Leib. Das ganze Menschsein. Paulus redet hier über drei Aspekte eigentlich dieser erstaunlichen Gnade Gottes. Er redet über die heiligende Gnade Gottes. Er redet über die bewahrende Gnade Gottes und er redet über die vollendende Gnade Gottes. Ja? Sie heiligt uns, sie bewahrt uns bis zum Ziel und sie vollendet uns am Ende, wenn wir Christus gegenüberstehen. Das ist der Umfang dieser erstaunlichen Gnade. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du vielleicht schon mal ans Aufgeben gedacht? Ans Aufgeben. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, den Glauben zu verlassen, die Flinte ins Korn zu werfen, aufzugeben. Vielleicht den Dienst aufgeben, vielleicht sogar den Glauben an den Nagel zu hängen, weil du es versucht hast und versagt hast und versagt hast. Dann solltest du heute deine Blickrichtung wechseln. Schau nicht mehr auf dich, sondern auf ihn. In dir selbst wirst du keine Sicherheit finden und keine Garantie. Schau auf ihn. Es ist er selbst, der Gott des Friedens, der die Garantie übernommen hat, dich ans Ziel zu bringen. Ja, er bringt dich ans Ziel. Schau auf den Umfang der Gnade. Sie ist allumfassend. Er hat in diesen Umfang der Gnade dich ganz hineingenommen, deinen Geist, deine Seele und deinen Leib, alles. Er hat deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft in den Umfang der Gnade eingeschlossen. Er hat dich gesucht, er hat dich gerettet, er hat dich ausersehen und vorherbestimmt, dass du dem Ebenbild seines Sohnes eines Tages gleich sein wirst. Er hat dich berufen, er hat dich gerecht gemacht, er hat dich heilig gesprochen, er hat dich verherrlicht. Schaut einmal, Gnade ist das, was Paulus so zuversichtlich macht im Hinblick auf die Gemeinde. Ja, es gibt viele Missstände in den Gemeinden, das sieht Paulus alles, aber er verzweifelt nicht. Er kennt die Gnade, er kennt ihren Umfang. Deshalb ist Paulus ein froher und ein optimistischer Mensch. Für ihn ist die Gnade Gottes der alles übersteigende Faktor im Evangelium. Die Gnade ist für ihn das absolute Fundament, der doppelte Boden im Leben eines Christen und der Gemeinde. Es ist Gottes Sicherheitsnetz für seine Kinder. Paulus kann nicht aufhören, über diese Gnade zu staunen. Er redet überall und immer wieder über diese überschwängliche Gnade Gottes. Er kann sich an diese Gnade auch nicht gewöhnen und auch wir sollten uns daran nicht gewöhnen.
Der Begriff Gnade fehlt in keinem seiner 13 Briefe. Er verwendet diesen Begriff Gnade insgesamt 86 Mal in seinen Briefen. Im Neuen Testament kommt der Begriff Gnade insgesamt 128 Mal vor und allein bei Paulus 86 Mal. Und dann am Ende redet Paulus im letzten Vers noch über den Geber der Gnade und sagt: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Paulus hat diesen Brief mit einem Gruß der Gnade schon begonnen, ganz am Anfang, und er schließt ihn mit diesen Worten ab: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und man könnte sagen, die Gnade bildet so den Rahmen dieses ersten Thessalonicher Briefes. Und mit diesem abschließenden Gruß nennt Paulus uns den Geber der Gnade. Es ist der Herr Jesus Christus. Als er am Kreuz von Golgatha die Rettung dieser Welt vollbrachte, eröffnete er uns die unerschöpfliche Quelle der Gnade. Er öffnet uns die Tür zum Himmel. Gnade, liebe Brüder und Schwestern, gibt es nicht im Islam. Gnade gibt es nicht im Buddhismus oder im Hinduismus. Es gibt sie auch nicht in der Esoterik und schon gar nicht im Atheismus. Gnade gibt es nur bei Jesus. Nur bei Jesus. Johannes sagt uns im Johannesevangelium 1, Vers 17, denn das Gesetz, wir könnten das Wort Gesetz durch Religion ersetzen, die Religion wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn Paulus betet, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, dann weiß er, dass diese Gnade unseres Herrn Jesus grenzenlos ist. Grenzenlos. Es ist genug da für jeden Sünder, der Buße tut. Für jedes Kind Gottes, an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde deines Lebens. Es ist genug Gnade da. Diese Quelle wird niemals versiegen. Die Fülle der Gnade wird niemals abnehmen. Sie ist unerschöpflich. Johannes sagt uns dann im Johannesevangelium weiter, er sagt, und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Nun, ich habe von diesem Lied gesprochen, das von John Newton stammt. Nicht dem Wissenschaftler, sondern einem späteren Missionar. John Newton hat dieses wunderbare Lied gedichtet. Es ist eines der bekanntesten Lieder der Welt überhaupt. Amazing Grace. Er war der Sohn eines Schiffskapitäns, der im 18. Jahrhundert im Mittelmeer Handel trieb. Und als er nur 6 Jahre alt war, starb seine Mutter bereits. Mit 11 Jahren wurde er schon Matrose. Er sagt, ich segelte nach Afrika, denn ich wollte frei sein und nach Herzenslust sündigen können. Das war sein Ziel. Seine Jugend war von Verdorbenheit, Ausschweifung und von Versagen gekennzeichnet. Newton erzählt, ich wurde in einem frommen Elternhaus geboren und schon als kleines Kind Gott geweiht. Seine Mutter betete andauernd für ihn, solange sie lebte, und versuchte ihm auch Bibelverse einzuprägen. Leider starb sie ja viel zu früh, aber die gute Saat war in sein Herz gesät. Und während eines furchtbaren Sturms auf dem Meer bekehrte er sich. Er war damals 23 Jahre alt. Mit 39 wurde John Newton Pastor und den Rest seines Lebens verkündigte er das rettende Evangelium. Als er einmal auf der Straße einem Freund klagte, dass er in der letzten Zeit so schwach geworden ist, fügte er hinzu, obwohl mein Gedächtnis nachlässt, erinnere ich mich an 2 Dinge sehr deutlich. Ich bin ein großer Sünder und Christus ist ein großer Retter. Hast du ganz persönlich aus dieser Fülle der Gnade getrunken? Hast du die Gnade für dich in Anspruch genommen?
Wenn nicht, dann lade ich dich heute ein, aus dieser Quelle zu trinken. Jesus Christus lädt dich ein, zu schöpfen aus seiner Fülle der Gnade. Ja, die Gnade ist unbezahlbar. Niemand von uns könnte jemals so viel aufbringen, um sich diese Gnade zu kaufen. Sie ist unbezahlbar. Aber für uns, für mich und für dich, ist sie kostenlos. Ist sie frei. Weil er selbst mit seinem Leben, mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Ohne Gnade kannst du vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Niemand kann ohne Gnade vor ihm bestehen. Und deshalb sagen wir, du brauchst Jesus, du brauchst nicht eine Religion, irgendeinen Glauben, du brauchst Jesus, um vor Gott zu bestehen und ewiges Leben zu haben. Du brauchst sie, um im Frieden zu leben und du brauchst sie, um im Frieden zu sterben. Du brauchst sie auf der Erde und du wirst sie im Himmel brauchen. Denn Paulus sagt uns, in den zukünftigen Zeitaltern wird er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweisen. Auch im Himmel werden wir sie brauchen, liebe Geschwister. Komm zu Jesus und schöpfe aus seiner Gnade Fülle, aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Der Herr segne dich dabei. Amen. Amen.